Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das OE24TV Wahlbarometer. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt sind die beiden Herren wieder im Studio. Dreimal schon in der Woche, dreimal Rekordquote. Gestern haben wir überhaupt alles geschlagen. Ich gratuliere Herr Can. Ja, danke. Ich gratuliere Herr Westenthaler. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere Ihnen fürs Zuschauen. Und jetzt sind wir wieder alle da beieinander und diskutieren jetzt das, was wir gestern ein bisschen ausgespart haben, nämlich die Beurteilung der Parteien nach ihren Umfragedaten, nach der Sonntagsfrage. Und letztendlich, wir haben zwar die Woche keine EU-Umfrage, nächste Woche wieder, aber wir können natürlich aus der Sonntagsfrage auch ein bisschen die EU-Stimmung herauslesen, vor allem, weil wir ja vor zwei Wochen eine EU-Umfrage gehabt haben und ungefähr wissen, wie es da steht und wie es da liegt. So, und jetzt fangen wir mal mit der Sonntagsfrage an, nämlich mit der Hochrechnung der 2000 Interviews, die die Lazarsfeld-Gesellschaft in den letzten 14 Tagen gemacht hat. Da muss man zwei Dinge dazu wissen. Ich sage es noch einmal, ich habe es vorher eh schon gesagt, das erstreckt sich über zwei Wochen. Nur die Hälfte der Interviews ist nach dem Salzburger Wahlsonntag erfolgt, die andere Hälfte davor, Punkt 1. Und Punkt 2, das ist eine Hochrechnung, in die die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft sehr viele Parameter inkludiert, vor allem auch das letzte Wahlergebnis. Und wo sie sagt, wir sind mittlerweile gebrannte Kinder. Bei der Tirolwahl ist zum Beispiel ein Viertel der FPÖ-Wähler, die in den letzten Jahren nie FPÖ gewählt haben, abgehaut, weil sie halt keine Stammwähler sind, sondern zu einem gewissen Ding, ohne das jetzt abwertend zu meinen, irgendwie ein bisschen ein Stimmungstreibsand. Das heißt, wenn die Stimmung in die Höhe geht, wird die FPÖ sagen, die FPÖ, wenn sie an der Wahlurne sind, überlegen sie sich das manchmal, weil sie halt nicht klassische Stammwähler sind. Der Peter Westenthaler wird uns da gleich seine Einschätzung geben. Das Gute ist, beide Herren sind, wie wir wissen, altgediente Profis mit ungefähr 50 Jahren Berufserfahrung. Das heißt, die haben jeder so mindestens 500 Umfragen schon analysiert und interpretiert. Das heißt, die sehen das nicht zum ersten Mal, dass Rohdaten und Hochrechnungen sich widersprechen. Und wir werden gleich drüber reden. Reden wir zuerst einmal über die Hochrechnung, weil die ist ja schon spannend genug. Da ist die FPÖ einmal ganz klar Erster mit 27%. Allerdings, die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft sagt, obwohl wir eigentlich die Rohdaten, Sie werden das gleich sehen, auf deutlich über 30% hochrechnen müssten, sehen wir die FPÖ nur bei 27%, weil wir glauben, dass ein Teil der FPÖ-Beantworter Stimmungsbeantworter, Themenbeantworter sind, die dann am Wahltag nicht FPÖ wählen werden. Darüber kann man lang streiten und das werden wir jetzt dann auch gleich tun. Das ist übrigens auch eine These, die teilweise der Josef Czap vertritt. Der Josef Czap wird nicht die These vertreten, dass die SPÖ in der letzten Woche 2% verloren hat. Das überrascht uns alle ein bisschen, weil da der Salzburg-Effekt nicht wirklich gut abgebildet scheint oder die Bundesebene, was der Herr Westenthaler ja die ganze Zeit sagt, ganz anders läuft als das Salzburger Lokalphänomen Auinger. Das heißt, die SPÖ verliert derzeit, könnte man sagen, hängt auch damit zusammen, dass in den Wochen davor Babler extrem präsent war und in diesen letzten zwei Wochen nicht, weil er unter anderem in Salzburg nicht aufgetreten ist. Und die ÖVP, das ist schon interessant. Ich habe ja gescherzt, habe gesagt, das hat mit dem lieben Gott und mit Ostern zu tun, weil die ÖVP und der liebe Gott sind, wie wir wissen, ein Bündnis, ein Wahlbündnis, könnte man sagen. Und immer wenn die ÖVP auf 19% zurückfällt, kommt der liebe Gott daher und bringt ihr das Prozent wieder zurück und dann ist sie wieder bei 20%. Also wir haben noch nie einen Komplettabsturz der ÖVP erlebt, weil diese 20% sind so irgendwas wie der fest einbetonierte Sockel. Das führt der Herr Professor, wir haben es ja gerade ausführlich gesehen, auf die hohe Zahl der Stammwähler zurück. Peter Westenthaler, 27% FPÖ, 21% SPÖ, 20% ÖVP. Die FPÖ bewertest du anders. Die SPÖ und die ÖVP siehst du ja schon seit Wochen Kopf an Kopf. Naja, ich möchte jetzt nicht eine Diskussion beginnen über die Methodik, weil erstens glaube ich, dass das die Zuseher nicht sehr interessiert, weil es sehr technisch ist. Genau. Und zweitens ist es auch nicht fair, weil jedes Institut immer ein bisschen andere Methodik verwendet, daher kommt man auch zu anderen Zahlen. Wir kennen die Zahlen der anderen vier großen Institute, da liegt die FPÖ überall über 30%.
ganz, ganz glatt über 30% und die anderen beiden Parteien interessanterweise ähnlich, auch bei 20 und 21. Also nur die FPÖ ist ja immer da ein bisschen unterbewertet, aus welchen Gründen. Ich würde es gar nicht diskutieren, ich will sagen, wir befinden uns am Ende des ersten Quartals, im Superwahljahr. Das ist die letzte Umfrage, quasi die Bilanz des ersten Quartals. Naja, und was man herauslesen kann ist, es ist stabil, extrem stabil. Es tut sich nichts, weder verliert die FPÖ, weder kommen die anderen beiden Parteien, SPÖ und ÖVP, auch nur in die Nähe der Freiheitlichen. Das ist ein stabiles Bild und das ist auch erklärbar mit der stabilen Politik, die die Freiheitlichen im Moment auch machen, weil sie zu all den wesentlichen Fragen die Antworten haben. Ich erlaube mir nur einen Satz, wir kommen dann eh zu den Rohdaten. Es ist halt schon bemerkenswert, bei der ÖVP rechnen wir von 12% auf 20% hoch, also plus 8. Weil so viele Stammwähler. Bei der SPÖ von plus 6 und bei der FPÖ nur von 25 auf 27. Ich kommentiere das nicht, weil ich schätze den Herrn Professor Beutelmeier und sein Institut. Ist schon bei vielen Umfragen sehr gut gelegen, bei manchen wenig, aber bei vielen sehr gut. Und deshalb muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Ich sehe allerdings den Wert der SPÖ als ziemlich dramatisch an, mit minus 2. Deshalb, weil ja die SPÖ jetzt geglaubt hat, dass sie durch die Salzburg-Wahl einen Turbo bekommt und wir werden das dann bei den Rohdaten sehen, der ist auch nicht da bei den Daten nach der Wahl, weil bei den Rohdaten verlieren sie auch 1% in dieser Woche. Das heißt, es tritt das ein, was ich schon am Sonntag gesagt habe, die Menschen unterscheiden zwischen kommunaler Wahl und Bundeswahl und was die Menschen überhaupt nicht wollen ist, wenn dann ein Loser wie der Herr Babler in eine Kommunalwahl hineinfährt am Sonntag und die Wahl, das Wahlergebnis für sich vereinnahmt. Weil vorher ist er wochenlang versteckt worden vom Auinger, vom Wahlsieger und dann fährt er am Sonntag hin und sagt, das habe eigentlich ich gewonnen und jetzt kommt der neue Schwung. Das ist was, das wollen die Leute gar nicht. Das ist so politcharakterlich nicht in Ordnung, dass einer einen Politerfolg für sich einheimst, den er nicht hat. Und daher erklärt sich auch dieses 2% Minus. Und zur ÖVP muss man sagen, weil du gesagt hast, das ist was hast du gesagt? Kein Totalabsturz. Ich habe gesagt, das ist ein Bündnis mit lieben Gott, der bringt dir immer das verlorene Prozent wieder zurück. Die ÖVP ist ein permanenter Totalabsturz, weil die kommen von 37% und liegen bei minus 17%. Selbstverständlich. Ja. Und liebe Freunde, da muss ich jetzt einmal was tun. Ich hoffe ja im Sinne der ÖVP aus ihrer Sicht, dass die Osterfeiertage nützen, um sie irgendwie selbst neu zu erfinden. Das ist ja jämmerlich, was sich da eine Kanzlerpartei abspielt, in der Kanzlerpartei abspielt. Jetzt haben sie monatelang alles probiert. Am Anfang haben sie die FPÖ kopiert und alles nachgemacht. Hat nicht funktioniert. Dann war die Diffamierungskampagne gegen Kickl, gegen die FPÖ, Rechtsextremist, furchtbar, pfui, alles Mögliche. Und jetzt kommt irgendeine unerklärbare, auch nicht weiter definierbare, inhaltslose Kampagne. Wir sind die Mitte, was immer das sei, so sie erklären sie ja nicht. Also es geht alles schief. Ich sage euch, die ÖVP ist in einer strategisch-inhaltlichen Ausweglosigkeit. Sie bewegt sich nicht mehr weg von diesen 20%. Sie kommt nicht in die Gänge. Und am Ende bleibt immer das, was wir eigentlich seit Monaten hier sagen. Am Ende wird die ÖVP sich personell erneuern müssen. Sonst fährt sie sowohl bei der U-Wahl als auch bei der Nationalratswahl als Titanic voll auf den Eisberg zu und wird dort zerschellen. Wenn sie glaubt, mit windigen Kampagnen, mit Diffamierungen des politischen Gegners, Meter zu machen, das funktioniert nicht. Wir haben im Moment auch noch einige politische Faktoren, da komme ich dann in der zweiten Runde drauf. Josef. Schau, also ich schätze die ÖVP sehr, wie soll man sagen, vorsichtig ein. Denn ich habe die ÖVP schon ein paar Mal kennengelernt, wo ich vor Mitleid zerflossen bin und dann bei der Wahl waren es dann plötzlich so stark, Tirol, dass dann in der Regierung waren. Ja, ich sage nur Tirol. Ja, oder ich sage nur damals, wie der Schüssel schwarz-blau gemacht hat und uns haben die ÖVP, wir haben dann gesagt, oh Gott, denen geht es aber gar nicht gut. Dann waren wir in der Opposition und der Schüssel und der Haider waren in der Regierung. Also das, da bin ich vorsichtig. Dass die jetzt sagen, die Mitte, das ist denen ihr Konzept ganz einfach. Die sagen, wollt ihr Babler oder wollt ihr Kickl? Oder wollt ihr die vernünftige, staatstragende, euch alle glücklich machende Mitte? So, das ist immer das Konzept. Das hat Ihnen jemand so erklärt. Ja, das ist ganz sicher so gewesen. Der Fleischi. Das hat fast, das muss der Fleischi oder der Frischi oder ist jemand kirchlichen Berater, da kannst du nicht mehr an Gott glauben, wenn du so ein Konzept machst. Ja. Das ist ja irre. Irgendeiner hat gesagt, ihr müsst in die Mitte. In die Mitte. Weil dort sind die meisten. Ja, und bleibt es durch, die Mitte ist ein einziger Strich und rechts und links wird es breit. Also da könnte man uns jetzt stundenlang über das verbreitern, aber das halt, Josef, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss sagen, du bist ja der Proklamator der Mitte.
du hast ja immer gesagt, die SPÖ muss in die Mitte. Ja. Und du hast ja zu Recht am Sonntag den Auinger bejubelt, weil du hast gesagt, der Grund für den sein Wahlerfolg ist ja, dass er ein Mann der Mitte war. Der linken und Mitte, das ist ein Unterschied. Linke Mitte, nein, Mitte, das ist ganz Mitte, richtig. Rechte Mitte. Nein, nein, Moment, Mitte ist du musst, Mitte. Nein, nein, ja. Du musst, Mitte braucht Definitionen, sonst wird es völlig inhaltsleer. Also wenn du sagst linke Mitte und dann ein bisschen rechte Mitte, wie ich gesagt habe, dann gleich wieder zurück, dann wird der Mitte-Begriff, bekommt dann einen Inhalt, ist definierbar, ist verständlich. Ja. Wenn du nur sagst, ich bin Mitte und lieber Wähler, und musst halt raten, was dann noch im Wahltag ist. Ja, aber lass mich aber noch einen Punkt dazu noch sagen. Schau, die Daten, die da sind, es ist jetzt eine Basisdatensituation. Ich glaube auch, dass das eher eine Freundlichkeit gegenüber den Freiheitlichen ist, dass die in der Hochrechnung immer so sparsam hochgerechnet werden, weil wenn die jeweils über 30%, dann kommt bei den anderen die Angstlust und die sagen, jetzt müssen wir uns aber sammeln, weil die haben jetzt schon über 30%. Das ist die alte Job, diese, der Job hat immer gesagt, nur ja, keine gute Umfrage, weil sonst geht ja keiner mehr dorthin. Genau. Und gerade, dass du nicht aller Beinschab die Umfragen alle runter dividiert hast, insofern wundert es mich ja, dass der Kurz angeblich die Umfragen in die Höhe frisiert haben soll. In Wahrheit frisiert man sowas ab, wie du jetzt völlig richtig sagst. Ich habe nicht frisiert, sondern ich habe traurig geschaut. Traurig. Schau, in der Mediengesellschaft, im Fernsehbild, ja. musst du ein bisschen traurig schauen. Ja. Und das hilft dir jedenfalls auf alle Fälle. Schau, die Wahrheit ist, es ist trotzdem so, wenn ich mir die Rotdaten anschaue, ja, 12, 15, 25, allein 23, die nur immer ein Weiß nicht da haben und dann doch relativ stark die restlichen vier Kandidaten, Grün, Neos, KPÖ, Bierpartei, das müsst ihr schon ernst nehmen, weil die da, die grappeln alle knapp über die 4%. Das wird die Frage sein, ob in einer Wahlbewegung es erst recht ein Wahlverhalten gegenüber vier Parteien kommt oder ob dann mit Vernunft größere Parteien sagen werden, hey, wollen wir haben, dass das Land regierbar ist oder unregierbar? Wollen wir haben, dass es wie in Italien Koalitionen mit 17 Parteien gibt, die der Romano Prodi gehabt hat, den ich ja kenne, oder wollen wir haben, dass man doch jetzt die Zukunftsfragen in einer konzentrierten, klugen Form auch hinkriegen. Also das, glaube ich, wird dann eine Rolle spielen. Und ganz, ganz wichtig, es gibt momentan Untersuchungen über Nichtwähler beziehungsweise die, die ein Weiß nicht sagen oder so. Das ist eine breite, äußerst differenzierte Gruppe, die kannst du nicht über einen Kamm scheren. Du kannst sagen, ja, Nichtwähler ist ein Nichtwähler. Und wenn ich sage, hör auf, du Nichtwähler, jetzt gibt es die Wahlpflicht, geh endlich in die Wahlzelle, na, da wirst du Urlich daneben haben. Sondern da gibt es welche mit den verschiedensten Motivationen, dass sie nicht wählen. Das musst du untersuchen. Ich nehme an, die Parteien werden das auch tun, weil sie natürlich aus dem ganzen Bereich der Nichtwähler einige gewinnen wollen. Ich bin überzeugt, heute schauen viele zu, die schon lange nicht mehr wählen wollen oder die vorhaben, gar nicht wählen zu gehen. Und das ist etwas, wo ich darum ersuche, eine Demokratie braucht Wählerinnen und Wähler, damit das Ganze eine Legitimation hat, ob man es jetzt will. Aber es ist spannend, du alter Politfuchs sagst, die 27% könnten von der FPÖ bestellt sein, weil sie nützen der FPÖ. Ja. Weil wäre die FPÖ jetzt deutlich über 30%, dann könnten die bei der EU-Wahl zu zittern anfangen, ob die Leute überhaupt kommen, weil die sagen, es ist eher gemahnte Wiese. Ja, exakt so ist es. Weil die Schlussfolgerung ist, du da hast, kannst du auf die EU-Wahl auch hinziehen. Dort ist sowieso die Wahlbeteiligung das ganz große Problem. Bei den Freiheitlichen war es immer so, dass die nicht gerade gern hingegangen sind. Aber bei der SPÖ war es ähnlich so. Eher die ÖVP und die Grünen, die waren ganz geil immer auf die EU-Wahl. Okay. Und diesmal, wie es diesmal läuft, ist komplett offen. Und daher ist alles drinnen und alles möglich. Erster, zweiter, dritter Platz ist fast nicht voraussehbar bei der EU. Peter, du warst ja bei der Sekunde, ja. Du warst ja bei der FPÖ Parteigeneralsekretärin. Ja, ja. Viele Jahre, das ja. Hättest du auch lieber 27% als 32% gehabt in der Umfrage? Nein. Es gibt in Wahrheit, und das wisst ihr ja, es gibt keine genaue wissenschaftliche Analyse und kein Ergebnis. Es gab es bisher nie, es traut sich auch kein Vorhersager in Wahrheit zu definieren, ob gute Umfrageergebnisse nützen oder schaden. Das gibt es nicht, weil es gibt für beides gute Argumente. Du hast jetzt die Argumente aufgelistet und die unterstreiche ich auch, dass gute Wahlergebnisse eine gewisse Müdigkeit oder vielleicht sogar eine Demobilisierung bewirken können. Ich halte dagegen, dass gute Umfrageergebnisse noch mehr motivieren, den Kader noch mehr motivieren, dass sie sagen, jetzt erst recht. Und man muss ja, wir haben eine Sondersituation, das muss man ja berücksichtigen. Wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir täglich, auch übrigens in eurem Blatt, Isabel Daniel hat einen einseitigen Kommentar geschrieben, jeden Tag darüber lesen, wie Rot und Schwarz sich jetzt schon hinter den Türen, in den Hinterzimmern die Koalition auspackeln. Das heißt, jetzt das Wahlergebnis nicht mehr ernst nehmen. Die wissen beide, sie verlieren, sie werden nicht Erster.
also backeln sie sich jetzt schon die Koalition in den Hinterzimmern aus. Und daher ist es ja für freiheitliche Wähler noch einmal eine Motivation zu sagen, das wird nicht reichen, die 27%, um die anderen in die Schranken zu werden. Du wirst über 30% kommen müssen. Und das sei allen gesagt, diejenigen, die in diesem Land eine tatsächliche Wende wollen, weg von der jetzigen Politik, die müssen die Freiheitlichen so stark unterstützen, dass sie natürlich einen Dreier davor stehen haben. Übrigens, du hast das einmal gesagt, man muss einen Dreier davor stehen haben. Ja, für die SPÖ. Oder? Nein, egal welche Partei. Egal welche Partei. Du musst einen Dreier davor stehen haben, um tatsächlich eine Wende zu erzielen, um tatsächlich in der nächsten Regierung zu sein. Und daher ist natürlich auch bei den 27% noch ein bisschen Luft nach oben bei der FPÖ. Und ich sage euch was, wenn ich mir die Rohdaten anschaue, also nur die letzten drei Tage von Montag bis Mittwoch befragt, ist eh schon da der Aufwind. So, schauen wir uns das gleich an. Na, da haben wir schon die Rohdaten. Schauen wir uns gleich an. Ist ja schon da, 2%. Ja. Also, da sehen wir, die Rohdaten sind ja für die FPÖ regelrecht sensationell. Erstens, 25% in den Rohdaten, meines Wissens war das überhaupt noch nicht da. Vielleicht bei Kurz, aber seither ganz sicher nicht. 25% ist für Rohdaten, wo ja die Unentschlossenen recht stehen. 23%, wie der Chab schon gesagt hat, extrem hoch. Würde man das mit normaler Mathematik hochrechnen, würden 32% herauskommen, muss man ganz klar sagen. Und plus 2% in einer Woche, die eigentlich der SPÖ gehört hat, medial. SPÖ, der Absturz verflacht sich etwas, nur mehr unter Anführungszeichen minus 1%, 15%. Und ÖVP auch minus 1% in den Rohdaten, also nichts von plus 1%, sind schon wieder herunter auf minus 1%. Und 12% ist der schlechteste Rohdatenwert, den Sie je hatten, Peter. Ja, also das ist schon bemerkenswert. Man könnte jetzt eigentlich sagen, dass SPÖ und ÖVP fast genauso viel haben in den Rohdaten wie die FPÖ, knapp, 27, 25. Aber die Rohdaten lügen nicht, kann man sagen. Die Rohdaten sind ja die Nummer 1 Antwort, also die ungestützte. Du wirst gefragt, wen wählst, und einer sagt darauf FPÖ, und das zählt. Und das sind die Rohdaten, das müssen wir den Menschen einmal erklären. Und das ist natürlich schon beeindruckend, 10% liegt die Freiheitliche Partei vor den Sozialdemokraten. Und noch mehr, was sind das, 13% vor der ÖVP, sagenhaft. Also wie das in ein paar Monaten überhaupt noch sich verändern soll, ist mir ein Rätsel. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, das ist, die Menschen wollen eine Wende, die Menschen vertrauen, dann hätten Herbert Kickl und den Freiheitlichen, weil sie einfach die besseren Antworten haben in der Ausländerkriminalität, in der Inflation, auch bei Corona, das kommt jetzt alles wieder hoch durch den RKI-Bericht. Und vor allem tritt, und das ist meine Erklärung dafür, dass die ÖVP nicht aus dem Tief herauskommt. Es tritt jetzt etwas ein, was alle noch sehr unterschätzen. War heute ein interessanter Bericht auch der Industriellen Vereinigung, die das bestätigt hat. Es sind neue Zahlen an die Oberfläche gekommen, und zwar die Zahlen des Wirtschaftsabflusses ins Ausland der letzten 5 Jahre, von 1919 bis jetzt. Und was sich da im Moment abspielt, ist historisch einzigartig. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Nettokapitalabfluss österreichischer Unternehmen, der sich verdoppelt hat. Das heißt, die Investorenleistung von österreichischen Unternehmen ins Ausland hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Dabei ist doch Red Bull noch gar nicht dabei, dass er nach Thailand gehen will. Das bedeutet, österreichische Unternehmen gehen immer mehr ins Ausland, investieren dort, machen dort schöne Gewinne, und jetzt kommt's, die Gewinne bleiben dort und kommen nicht ins Land zurück. Und das ist eine dramatische Entwicklung im Moment, und der Grund dafür, sagt auch die Industrielle Vereinigung, sind drei Faktoren, nämlich die hohen Arbeitskosten, die hohen Energiekosten und natürlich die noch immer überbordende Bürokratie. Diese drei Faktoren heizen im Moment die Stimmung an, dass die Wirtschaft ins Ausland geht. Und das ist für Österreich dramatisch. Und ich kann da sagen, wo im Moment alles hingeht, am Balkan. Dort habe ich günstige Arbeitsplätze, die immer fleißiger werden und gut arbeiten. Dort habe ich günstige Produktionsverhältnisse, weniger Steuern, weniger Energiekosten, und immer mehr Firmen investieren im Balkan. Und das ist etwas, was eigentlich der Kernthemenbereich einer ÖVP sein müsste. Stattdessen verzetteln sie sich mit ihren, sage ich jetzt einmal, auch nicht gerade an der Sympathieskala ganz oben liegenden Stockers und Hangers, in kleine Scharmützeln über links, rechts, Mitte, rechtsextrem, diffamieren den Gegner, statt dass hier Lösungen geboten wird. Runter mit den Lohnkosten und Lohnnebenkosten, runter mit den Arbeitssteuern, runter mit der Bürokratie, alles kein Thema. Und das ist das, was die ÖVP im Moment auch trifft, im Zentrum eigentlich ihrer Kompetenz. Ja, über das reden wir gleich, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vorher du, Josef. Du hast ja immer wieder mal die These vertreten, du glaubst nicht, dass die Umfragewerte der FPÖ 1:1 so in ein Wahlergebnis umzusetzen sind.
Das heißt, du bist ja eigentlich auch einer, der sagt, die Rohdaten, da ist sozusagen viel Stimmung dabei, aber ob das am Wahltag dann hält, das wagst du als 50 Jahre Profi zu bezweifeln. Stimmt das? Ja, ich gehe davon aus, als 100 Jahre Profi, ja, dass Rot und Schwarz besser liegen wird am Wahltag und Blau schwächer liegen wird. Allerdings, wer erster ist... So war ein bisschen der Wunsch davon. Die Botschaft ist einmal folgende. Und da hat er dankenswerterweise der Peter vorhin ja das berichtet von der industriellen Vereinigung mit Investitionen und Investitionen im Ausland und Kapitalabwanderung und so weiter. Das ist, wenn es so ist, eine brandgefährliche Entwicklung. Die Meloni versucht das übrigens in Italien in den Griff zu kriegen mit Hilfe der 200 Milliarden von der EU. Die ist da ganz pragmatisch. Ja, also die ist ganz komplett anders orientiert. Die macht die Draghi-Politik weiter. Und ja, der Kickl pragmatisch. Ja, Moment. Aber ob der Kickl eine Wirtschaftskompetenz hat, ob die FPÖ die Wirtschaftskompetenz, das ist die Frage. Und wenn du jetzt immer zitierst, es gibt im Hintergrund Gespräche zwischen Rot und Schwarz, dann haben diese Gespräche exakt einen einzigen Inhalt. Ich war noch nie dabei, aber ich vermute es. Ja? Wir brauchen eine Regierung, das ist mit den Grünen nicht machbar. Ja, weil die sind einfach out of order. Mit denen kannst du praktisch... Dein Ludwig will eh die nicht. Du kannst praktisch nur ein gesünderes Joghurt produzieren und du kannst, ich weiß nicht was, aber mit den Grünen ist da nichts weiter und die gewöhnen die beim Autofahren etc. etc. Die haben ja auch Deutschland. Ja, natürlich. Aber wenn ich sage, Arbeitskosten, Energiekosten und wenn ich dann mich sozusagen in diesen Bereichen orientiere, wo gehen die dann hin, muss das der Biker sein, kann es nicht in Österreich sein, dann kannst du natürlich etwas überlegen, wie es der Joe Biden in Amerika gemacht hat. Du machst ein Paket und ein bisschen ist dieses 20 Milliarden Transformationspaket, das Babler geht in diese Richtung. Moment. Eine Refa-Staatlichung. Ich habe nur gesagt, geht das in diese Richtung. Ich habe nicht gesagt, komplett. Biden, ja? Aber der Joe Biden, der sagt, Moment, wir müssen eine Situation schaffen, dass es wiederum dass wieder Investitionen angelockt werden nach Österreich. Wir müssen eine Situation schaffen, dass es sich stärker lohnt, in Österreich die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und das sozusagen auch dann weiterzugeben durch Arbeitsplätze und Sozialabgaben und soziale Sicherheit. Also ein bisschen ist dieses, machen wir es doch wie früher, dass Österreich wieder diese Wohlstandsentwicklung macht. Ja, ich möchte dazwischen was sagen. Wir haben ja da genau die zwei Positionen, um die es derzeit geht. Die Position Josef Czap ist die, dass er sagt, die wirtschaftliche Situation ist so schlecht, dass am Wahltag die Wähler Angst vor dem Risiko haben werden und letztendlich Sicherheit wählen. Sprich SPÖ, sprich ÖVP, sprich soziale Sicherheit, Babler, sprich Kanzlersicherheit, Nehammer. Ne? Das ist deine These. Und deine These ist, die Situation ist so schlecht, dass die Stimmung so schlecht ist, dass vor allem das Geldbörsel der Menschen so schlecht ist, siehe Teuerung, dass die denen am Wahltag eine riesen Watschen geben werden, so wie der Clinton schon gesagt hat, it's the economy stupid, und den Herrn Nehammer aus dem Ballhausplatz hinauswatschen werden, als Rache dafür, dass es Österreich so schlecht ist. Schlusssatz. Und du wirst mir jetzt recht geben. Der Wettbewerb wird der sein zwischen dem, was jetzt der Wolfgang gesagt hat, und zwischen der Frage Migration, Sicherheit und was ist höherwertiger. Und muss ich da nicht auch Schritte setzen? Und das wird etwas sein, wo der Konflikt dann stattfindet. Jetzt ist aber der Peter da. Das ist alles schön und gut, was du sagst, nur es trifft für die SPÖ nicht zu. Wenn du sagst, wir müssen ein Klima schaffen, das investitionsfreudiger ist, ja, dass Unternehmen in Österreich investieren und nicht umgekehrt, der Nettokapitalabfluss gestoppt wird und im Land bleibt, dann brauche ich aber wirklich keinen Herrn Babler, der mit seinen kommunistischen Theorien, der eine 32-Stunden-Woche in dem Land einführen will, die völlig absurd ist, nicht finanzierbar ist, der Tod jeder Wirtschaft ist, der Tod jeder Arbeitsplatzpolitik ist und der am letzte Woche in Berlin uns ausrichten lassen, aus Berlin witzigerweise, er will eine Reverstaatlichung österreichischer Unternehmen in der Höhe von 22 Milliarden Euro. Da glaubst du, dass da ein Unternehmer nach Österreich kommt, die wissen, die werden da verstaatlicht. Das ist ein Kommunismus, was der Herr Babler macht. Und deswegen kommt er in den Umfragen nicht drauf, weil der überhaupt keine Wirtschaftskompetenz hat. Der lebt den Marxismus pur, die Gleichmacherei, alles ist gleich, keiner darf Leistung erbringen, das wird alles, die Spitze wird gekappt und alles wird gleich gemacht. Damit kommst du nicht durch. Im Übrigen, dass er aus dem Ausland Österreich auch noch beschimpft und österreichische Parteien, das macht man nicht. Weil nach Berlin zu fahren und den Satz zu sagen, Freiheitliche sind 100% Rechtsextremisten, ist genau der Stoff, aus dem die Minusprozente werden. Hat der
haben Nehammer eine Wirtschaftskompetenz? Naja, offensichtlich nicht. Wenn ich mir die Sonntagsfrage anschaue, hat die beide Regierungsparteien, 20% ÖVP, 10% Grüne, liegen die bei 30%. Das ist ja jämmerlich, das hat es ja noch nie gegeben. Das heißt, die Menschen vertrauen diesen beiden Parteien keine Zukunftsthemen mehr an, Klammer auf, weil sie es auch nicht haben. Seit Wochen höre ich keine Reformideen, keine Erneuerungen, gerade was den Wirtschaftsstandort anbelangt, auch bei der Zuwanderung nicht. Und deswegen wollen die eine Wende. Es gab bisher in der Geschichte die größte Wendestimmung, gab es 1999, damals weg von der Großen Koalition zu Haiders FPÖ. Das ist eine Kleinigkeit zur Wendestimmung von heute. Wir haben heute eine grundlegende, eine strukturelle Wendestimmung weg von den beiden Regierungsparteien hin zu den Freiheitlichen. Warum? Weil sie die einzigen sind, die sagen, ich verlängere dieses Elend nicht. Das ist der strategische Fehler der Sozialdemokraten bei diesen Gesprächen, die sie führen. Was ist denn, wenn die Sozialdemokratie mit ÖVP und Grüne zusammengeht? Die Sozialdemokratie ist der Steigbügelhalter, der Verlängerer des Elends von Schwarz und Grün. Ich hoffe nur, dass es in den Umfang eh nicht ausgeht, weil im Moment geht es eh fast nicht aus, dann sind wir bei 50%. Also das heißt, Rot und Schwarz wollen sich gegenseitig das Elend verlängern und nehmen eine Füllmasse dazu. Also Grüne oder Neos, die sind eh wurscht dann in der Regierung. Und das wollen aber die Leute nicht. Die Leute wollen eigentlich klare Verhältnisse haben und deswegen steigt die FPÖ, weil der Kickl natürlich gute Ansagen macht. Und darf ich bitte jetzt im Auftrag von Josef Czap eine Gretchenfrage stellen? Alle gefallen. Wie steht es denn um die Wirtschaftskompetenz von Herbert Kickl? Also ich kenne genügend Konzepte der Freiheit, sind abrufbar. Steuerkonzepte. Wir haben sehr oft das Konzept der Flattex, das in vielen Ländern erfolgreich umgesetzt worden ist. Das heißt, einen Steuersatz, einen niedrigen, damit wir auch sowohl die Unternehmer als auch die Arbeitnehmer entlasten. Wir haben gesagt, wir müssen runter mit den Lohnkosten und den Lohnnebenkosten, weil die Arbeitskosten derzeit die Investitionen zusammenfressen, weil keiner mehr nach Österreich kommt. Also das sind ja ganz klare Konzepte, die Herbert Kickl immer gesagt hat. Und wir müssen vor allem die Bürokratie entsorgen. Das hat bis jetzt noch keine Regierung geschafft, endlich mit dieser Bürokratie abzufahren. Und die Freiheitlichen sind die Entbürokratisierungspartei. Einfacher machen, den Weg zum Amt erleichtern, erneuern. Und nicht, dass du Wochen und Monate überhaupt wartest, bis du mal eine Firma überhaupt gründen kannst in dem Land. Das ist ja absurd. Das sind alles Ideen einer, deswegen heißt es ja auch so, Freiheitlichen Partei. Und da wird es ein Kräftemessen geben. Ich glaube, dass das ein wichtiges Schlussfrage ist. Schlussfrage an den Josef. Hat der Herbert Kickl Wirtschaftskompetenz und hat der Babler Wirtschaftskompetenz? Schau, ich sage dir jetzt was ganz Ungewöhnliches als Antwort. Du hast nur eine Chance, wenn du deinen Themenkatalog verbreiterst, und zwar um die Sicherheitsfrage, um die Migrationsfrage, um all das. Das heißt, die Sozialdemokratie darf den anderen Parteien eigentlich keine Themen überlassen, die in der Bevölkerung wichtige, wahlentscheidende Themen sind. Und zwar hörbar muss sie es besetzen und mit eigenen, mit vernünftigen, spürbaren Lösungen versehen. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Wirtschaftskompetenz, die hat immer Wirtschaftskompetenz gehabt, die Sozialdemokratie, die Frau Nitzke und. Ich habe die 20 Milliarden des Babler anders interpretiert. Ich habe das als Injektion für die Wirtschaft interpretiert, für den ökologischen Umbau. Ich bin wieder Joe Biden. Ich bin ja nicht so ein Pressesprecher. Und ich sage da Folgendes, das hat nur Chance, wenn dann unter dem Strich rauskommt, dass die Wirtschaftsbelebung so geglückt ist in Österreich, ja, dass du dann natürlich eine Kompetenz aufbaust, die dann, ja, wenn der Ferdinand Lazener der Berater ist oder der Wirtschaftsrat Berater haben, ja, nehme ich an. Ich bin da nicht dabei, ich bin kein Berater, aber ich vermute, dass das so ist. So, bei der ÖVP ist es ganz einfach. Du musst, in dem Punkt stimme ich ja überein, der niederösterreichische ÖAB ist nicht die Höchstform wird von Wirtschaftskompetenz. Jetzt sage ich noch einmal hier. Und da rechnest du den Nehammer dazu. Das war jetzt ein Codewort für die Wirtschaftskompetenz des Nehammers, ist gleich niederösterreichischer ÖAB. Ja, null. Ja? So, daher werden die um den Brunner nicht herumkommen. Ja? Der ist der Finanzminister. Brunner. Ja? Magnus. Dein Geheimtipp seit ungefähr 6 Monaten. So, ich sage ehrlich, Maximus Brunner mittlerweile schon. Ja? So versteht er sich ja selber. So, das ist die eine Seite. Und die wollen natürlich jetzt mit ihrem Konzept, wir sind, das müssen sie aber noch definieren, weil der Stocker, der ist extra da die Mitte. Das ist ja alles kein Programm, was die ÖVP da anbietet. Also die versuchen auch zu kopieren es. Jetzt plötzlich stürmen die den Reimannplatz, ich will das nochmal schnell anbringen. Da. Ich bin sicher am Reimannplatz nicht mehr lauter ÖVPler am Dummrennen. Die letzte Frage bitte darf ich noch wiederholen, weil mir fällt zunehmend auf, dass du den Fragen ausweichst. Die Frage war ja ganz andere, nämlich ob der Herr Kickl
eine Wirtschaftskompetenz hat. Wenn du nicht best bist, muss ich leider sagen, nein. Oder Pablo Schumann. Ja. Na, der Pablo, kommunistische Wirtschaftskompetenz. Der Pablo hat die Berater. Der Pablo hat die Berater und der hat die zweite Schulwoche höre ich nicht mehr, muss ich da ganz ehrlich sagen. Das höre ich nicht mehr. Und wie soll man sagen, es ist ein Prozess beim Pablo, eine Annäherung an einen sozialdemokratischen Selbstverständnis, mit dem man mehrheitsfähiger wird. Jetzt wäre ich schon bald zum Armin Wolf. Ich frage dich jetzt zum fünften Mal, hat der Herr Kickl eine Wirtschaftskompetenz? Nein, ich kann es nicht herauslesen. Wieso? Denn sein Schwerpunkt ist, und das sehr hörbar und auch sehr wirksam, sonst hätte er die Umfragedaten nicht. Die ganze Migrations-, die Integrationsfrage, die Sicherheitsfrage, die Kriminalitätsfrage. So. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum überlässt man das dem Kickl und der FPÖ? Aber das du sagst, Wirtschaftskompetenz hat er keine, und an dem kann er letztendlich vielleicht sogar scheitern. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Genau, dass viele dann sagen werden, er sollte es einbringen, manche werden sagen in der Regierung, manche werden sagen im Parlament, als ergänzendes Element dessen, wie man Österreich wirtschaftlich und sozial wieder aufbringt. Nur, Vorsicht, dieses ewige Argumentieren, die Arbeitskosten sind zu hoch, dahinter versteckt sich auch, den Sozialstaat abzubauen. Das kann noch teurer werden, wenn man das macht. Kann noch teurer werden. Also, das war eine kurze Zwischenbilanz von Josef Czap. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit Peter Westenthaler und der Frage, wie ist denn die Stimmung derzeit im Land? Wie schaut es mit der Teuerung aus? Wie schaut es mit der Stimmung zur Zuwanderung aus? Das alles gleich nach einer kurzen Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Sehr beliebt und jetzt live bei Fellner live, das Wahlbarometer mit Peter Westenthaler, Josef Czap. Gleich dazu zu sagen, die Inflation dämmt sich ein. Karl Nehammer ist ganz stolz darauf. Die Regierung bremst die Inflation ein, erklärt uns alle zwei oder drei Tage. Nur die undankbaren Österreicher kriegen das wieder mal nicht mit, muss man sagen, und haben in der Umfrage festgestellt, die Teuerung ist für sie so spürbar wie überhaupt noch nie. Noch einmal plus 2% in der Woche. Mittlerweile schon über 40%, die sagen, sie ist sehr spürbar. Also das geht schon zum Mittel. In die berühmte Mitte geht das schon hinein. Und dann natürlich die ganzen anderen Stimmungsfragen. Der Großteil der Österreicher ist pessimistisch mittlerweile, glaubt, dass sich die Lebenssituation verschlechtern wird, glaubt, dass dieses Land in Wahrheit keine Zukunft mehr hat, die Wirtschaft schon gar nicht. Also es ist ein Depri-Land geworden, das Ösi-Land. Und bemerkenswerterweise, das ist auch historisch einzigartig im Frühling. Wie wir wissen, der Frühling ist eine Zeit des Aufbruchs. Wie ihr aus eurer eigenen Tätigkeit wisst. Ja. Stich der Hafer. Die Stimmung liegt total im Keller. Und warum? Wegen dieser Regierung. Man kann es ja nicht anders erklären. Wenn ein Bundeskanzler sich auf die Fahnen heftet, dass er die Inflation angeblich gesenkt hätte, aber nur immer die höchste in Europa hat, dann ist das eben nur die halbe Wahrheit. Und dann sagt er nicht die ganze Wahrheit. Und das ist das Grundübel, das der ÖVP im Moment hat. Die Unglaubwürdigkeit. Immer dann, wenn Sie etwas sagen, lassen Sie einen Teil weg. Sagen Sie nicht dazu. Der Herr Kahner geht raus und sagt, wir senken die Zuwanderung, sagt nicht dazu, dass er für alle, die da ist, aber die Verantwortung trägt, die bis jetzt hereinströmen und noch immer weitere hereinströmen. Bei der Inflation ist es so. Die Wirtschaft ist so, wir wissen, wie die Stimmung in der Wirtschaft ist, so ist sie auch in der Bevölkerung. Und die Wirtschaft fährt im Moment gegen die Wand. Das ist einfach so, die Stimmung ist schlecht. Und daher haben wir eine gesamtschlechte Stimmung. Und jetzt bin ich wieder bei der ÖVP. Ich verstehe diese ÖVP nicht und auch ihre Berater nicht, was die rettet. Schauen wir uns das doch an. Die ÖVP wird in den vergangenen Wochen, ich möchte schon fast sagen Monaten, doch nur mehr durch vier Personen öffentlich vertreten. Das ist der Herr Nehammer, dessen Glaubwürdigkeitswerte, wir werden es dann in der Kanzlerfrage sehen, im Keller sind, der sich auch nicht mehr erholt, der in Wahrheit Dead Man Walking ist, muss man einmal sagen. Dann ist es der Herr Karner, der bei jedem Auftritt, den er macht, auf sich selber zeigt. Bei all dieser Hyperaktivität, die er jetzt macht, Waffenverbotszonen, dieses, jenes, zeigt er ja auf sich selber. Das ist ja Selbstanklage, weil er eher für die Zustände verantwortlich ist, die er jetzt plötzlich knapp vor der Wahl bekämpfen möchte. Und dann gibt es noch zwei, die auch jeden Tag auftreten, die zwar an der Beliebtheitsskala ganz oben, der Herr Stocker und der Herr Hanger in den Untersuchungsausschüssen.
von diesen vier Persönlichkeiten, manchmal noch garniert mit einem gewissen Herrn Schallenberg, der kürzeste Kanzler der Geschichte der Republik Österreich war und es gescheitert ist am Einführen der Impfpflicht. Er wollte uns ja die Impfpflicht. So, das ist das Personalbouquet der österreichischen Volkspartei. Und jetzt frage ich mich, wer soll die wählen? Und daher ist die Frage, die Zentrale der ÖVP, trotz schlechter Stimmung und trotz dieser Personalauswahl, sie müssen endlich eine personelle Veränderung durchführen. Es ist die letzte Chance, die sie haben. Und ich bin jetzt nicht der Chefberater der ÖVP, mir könnte es wurscht sein. Ich analysiere jede Partei und ich glaube, dass in der ÖVP mittlerweile alle guten Geister verloren gegangen sind. Mit diesen Personen, mit diesen Themen kommst du nicht mehr hoch. Das geht sie einfach nicht aus, bis zur EU-Wahl nicht und auch nicht bis zur Nationalratswahl, weil die Stimmung auch nicht besser wird, weil jetzt neue Indikatoren kommen, wie sich die Wirtschaftssituation eintrübt. Das heißt wieder Arbeitsplatz. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit nach wie vor seit den letzten Jahren, muss man ja mal nicht vergessen, mit über 400.000. Und das ist alles hausgemacht. Alle anderen Länder, vor allem die südlichen, die haben plötzlich eine gute Stimmung und wir nicht. Also du bringst das ja genau auf den Punkt, Peter, weil der Josef hat das ja auch gesagt. Die anderen Themen sind ja alle FPÖ-Themen. Sicherheit, Zuwanderung, ja? Das sind ja die klassischen FPÖ-Themen. Ja. Und eigentlich hätte man ja, so wie es der Josef ja auch erwartet hat, annehmen müssen, dass die ÖVP in der Lage ist, über Wirtschaftskompetenz, über das Thema Wirtschaft, das Rad herumzureißen, den Kickel vom Kanzler fernzuhalten und dafür zu sorgen, ja, dass letztendlich zur Wahl erfolgt. Aber stattdessen fahren die Wirtschaft in die Grube. Entweder haben sie die Kompetenz nicht, wenn die mal die eigenen industriellen Vereinigungen so einen Alarm rufen wie heute macht. Es ist eigentlich unfassbar mit dem Kaufkraftabfluss. Und sie warnen vor dem Verlust des Wirtschaftsstandorts Österreich. Das muss man sich alles einmal vorstellen, was das bedeutet. Stell dir mal vor, was da jetzt passiert, wenn Red Bull jetzt abzieht. Stell dir das vor. Das Nummer 1 Unternehmen. Ich wünsche es nicht, ich hoffe es nicht, aus vielen Gründen, weil ich den Konzern für ein Flaggschiff in Österreich erachte und auch aus sentimentalen Gründen, weil halt der frühere Chef, der verstorbene Didi Mateschitz, eine Legende in Österreich ist. Es wäre die Zerstörung seines Erbes, seiner Legende. Das ist alles schlecht und auch mit Verlaub, das darf man auch da hin sagen, weil da sind wir eh alle einer Meinung, auch Servus TV ist eine Erfolgsstory und wenn die plötzlich weg waren, war auch nicht gut. Also da kommt ja vieles auf uns zu und die Regierung beschäftigt sie mit Anti-FPÖ und Anti-Kickl-Bashing. Das ist ihre tägliche Hausaufgabe. Und damit glauben sie, wollen gewinnen zu können. Währenddessen die Wirtschaft, die Arbeitsplätze und auch die Sozialpolitik im Übrigen den Bach hinuntergeht. Und dazu kommen ja noch Themen wie die komplett verschlafene Digitalisierung. Dieses Land hat ja keine Digitalisierung. Ja. Die komplett verschlafenen Wirtschaftsförderungen. Es gibt ja im Gegensatz zu Joe Biden, der Josef hat das vorher so interessant gesagt, überhaupt keine Wirtschaftsförderung in dem Land. Die sind ja der Meinung, na wann stirbt's von den Medien bis jetzt zu den vielen, vielen kleinen Gastronomiebetrieben, dann stirbt es halt. Wiedersehen, alles Gute. Wir haben zu Ostern in Wahrheit Allerheiligen von der Stimmung her. Das ist eigentlich schön gesagt. Bitte, Josef. Die sagen, die ÖVPler sagen dazu, Marktbereinigung. Das ist das Beste. Ja. Das heißt, es überlebt nur, der überlebt und der Rest hat ein Pech gehabt. Das ist Tschüss mit Ü. Genau. Also das ist dessen Einstellung, die im Moment haben. Aber warum die, zwei Gründe, warum die ÖVP solche Probleme hat. Das eine ist, schau, wenn ich den Lebensstandard der Österreicher opfere, meiner Ideologie, indem ich sage, ich greife nicht in die Wirtschaft ein, ich decke nicht, ich mache nicht Obergrenzen in bestimmten Sektoren und Bereichen für eine gewisse für Zeit. Für die Preise. Also das ist der Hauptpunkt sind die Energiekosten. Der Hauptpunkt ist, dass herausgefunden haben, dass die Energieträger einfach sich Milliarden verdient haben. Und das geht nicht nur den privaten Konsumenten ab, das geht auch der Wirtschaft ab. Und wenn jetzt die Industrievereinigung sagt, wisst ihr was, auch wegen der Energiekosten gingen viele aus Österreich, da gehört doch die vor den Vorhang gebraucht, der die Hammer, dafür schuld Josef, sind. Der Hammer, Josef, ist ja, dass wir heute, historischer Tag, den niedersten Gaspreis seit 5 Jahren haben. International. Den niedersten. Den schlagt niedersten. Sie nicht nieder. Nur wer spürt das, richtig? Ja, genau. Es schlagt sie weder privat nieder, genau nur Punkt, schlagt sie es wirtschaftlich nieder. Und dann gehen die noch raus und sagen, der von den Strahlenfeiern soll sagen, wisst was, putzt euch von der ÖVP. Ihre Partei. Putzt euch, so geht das nicht. Wir wollen da einen anderen da oben sitzen haben, weil ihr zerstört ja gerade die Wirtschaft, indem ihr hier keine Schritte setzt, um diesen Wahnsinn zum Beispiel bei den Energiekosten in den Griff zu kriegen. Und da gibt es auch noch die Studien, die nachweisen, sie müssen
müssten das schon längst weitergeben. Na, da müssen wir, wie haben sie das beschafft? Zu welchem Preis haben sie das beschafft? Warum? Dann gibt es natürlich auch, es gibt nur wenige Anbieter, die haben eine Monopolstellung. So machen sie es mit den Privaten und so machen sie es mit der Wirtschaft. Und ehrlich gesagt, da bin ich so richtig skeptisch, wenn die nicht eine wirkliche Erneuerung macht, die ÖVP, was für Regierungsfähigkeiten haben die? Du hast es ja vorher so schön gesagt. Du hast gesagt, das ist keine Wirtschaftspartei mehr, das ist der niederösterreichische ÖAB. So, weil alle vier Genannten, vom Herrn Westenthaler genannten, die ÖVP repräsentieren, repräsentieren ja in Wahrheit alle die niederösterreichischen ÖAB, sprich Arbeiter und Angestellten. Das ist der La Familia. Genau, das ist die Macht, die Machtlobby. La Familia. La Familia, ja, Italiano. Ja. Also die sind jedenfalls auf der Welle und haben sie noch, das war der zweite Punkt, ja, plötzlich sicher Inserat vom Stocker, wer Nein sagt zur Integration, kehrt weg. Ja. Der Stocker wird radikal. Ja. Also, weg. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Er will sich schrecken, so husch, weg. Ja. So, das ist der Stocker. Und das Zweite ist, was mir dabei auffällt, plötzlich am 10. Bezirk, am Rheinmannplatz, sind schon mehr ÖVP-Funktionäre und ÖVP-Leute wie Karl Marak reitet auf. Der kommt gleich zu uns ins Studio. Ja, das ist ja gut so. Ist ja gut so. Ja. Und jetzt entdecken die plötzlich den Rheinmannplatz. Ja. Ich meine, das darf ja alles nicht wahr sein. Ich frage mich manchmal, was haben die eigentlich in den letzten Monaten und Jahren gemacht? Ja? Auf welcher Insel waren die auf Urlaub? Ja? Das gibt es ja. Und warum hat es kein Schiff gegeben, das zukommen soll? Wir kommen zum Schluss, lieber Josef. Ja. Und der Schluss ist ja wie immer die Frage, wer wird denn Kanzler in diesem Land? Und da ist ja die Antwort der Österreicher völlig eindeutig. Vielleicht kann man das nochmal einblenden, die Kanzlerfrage. 29% für Kickl. Ja. Ja. Dann gerade, wie näher haben wir einen Barra zusammen. 21% für den regierenden Kanzler, der eigentlich einen Kanzlerbonus haben sollte, aber genauso viel Prozent hat wie seine schwächelnde oder kränkelnde oder schon abgedankte Partei. Und dann tut mir leid, dass ich das sagen muss, fast schon bemitleidenswerte 17% für deinen Dreiskirchner Wunderknaben. Ja. Bitte sehr. Jetzt schau, ich sehe das so, da gibt es noch viele Monate bis Moment, zum Wahltag. Es gibt noch viele Monate bis zum Wahltag. Die Hoffnung Es macht der Babler spannend, das macht der Nehammer spannend bei den Umfragen. Das habe ich schon einmal gesagt, ich sage es wieder. Es gibt noch einige Monate bis dorthin. Ich bin ja für eines, und das sage ich dann noch einmal, weil ich das schon wieder wo gelesen habe. Ja. Der Bundespräsident ist gut beraten, egal wer Erster wird. Dass er, um zu vermeiden, dass es Verschwörungstheorien gibt, um zu vermeiden, dass es dann Opfertheorien gibt, ja, die hat er nicht und so weiter, damit stärkt er nur diejenigen, die, wenn sie Erster sind, nicht den Regierungsauftrag kriegen. Und das, glaube ich, ist kontraproduktiv. Und so wie ich den Van der Bellen kenne, wird er über das auch noch nachdenken. Also er ist gut beraten, was zu tun. Den Ersten. Wenn der Erste den Ersten einen Regierungsauftrag mit einem Regierungsauftrag geht. Das heißt doch lange nicht. Das ist interessant aus einem roten Mund. Ja. Der Erste soll den Regierungsauftrag kriegen. Genau. Der rote Mund hat aber im Hinterkopf, es kann ja sein, dass vielleicht der Rote Erster wird, also er tut das nicht ausschließen. Aber jedenfalls, das, weil sonst hast du Verschwörungstheorien, sonst hat dann jeder, der dann zurückgestoßen wird, obwohl er Erster ist, oh, dann kriegt er gleich noch mehr Stimmen, dann kommen die Proteststimmen, dann hast du plötzlich jetzt erst recht. Nein, und du wolltest sagen, das heißt aber noch lange nicht, dass er Kanzler wird, weil du der Meinung bist, der Kickl kriegt eh kein mehr. Wir leben in einer Demokratie und entscheidet ist, wer im Parlament die Mehrheit hat. Aus. Ja. Und da letztendlich finde ich, ist das Allerwichtigste herauszustreichen. Und du bist der Meinung, der Kickl soll den Regierungsauftrag kriegen, das schreibst du dem Van der Bellen ins Stammbuch, aber du bist auch der Meinung und das schreibst du unseren Zusehern ins Stammbuch oder darauf hättest du, der Kickl wird nicht Kanzler werden. Ich schreibe den Zuschauern nicht ins Stammbuch, sondern ersuche sie mit einem charmanten Augenaufschlag, ihn nicht zu wählen. Oder sagen wir beispielsweise aber die SPÖ zu wählen. Aber du bist ja auch der Meinung, er wird nicht Kanzler werden, weil er wird keine Mehrheit schaffen. Ich bin der Meinung, dass der Erstplatzierte vom Bundespräsidenten einen Regierungsauftrag zu kriegen hat, egal wer auch immer das ist, Punkt 1 und Punkt 2, ich sehe es nicht beim Kickl, dass der das auch wird. So. Bitte, Peter. Naja, ich könnte jetzt sagen, wir können aufhören, weil das ist so eindeutig, die 29%, das ist ja eigentlich unfassbar. Ja, 29% sind keine 50, Josef. Aber 17, dann auch schon noch weiter weg. Dann. Ja, dieser Vergleich ist unbestritten. Ja dumm. Das ist ja wirklich dumm, das soll man nicht machen. Na, bitte. 29%, der hat 29%, dann es ist sei milde. 29%, der Herbert Kickl, treibende Kraft im Moment in der österreichischen Innenpolitik.
auch die Partei kann froh sein, dass sie so einen Spitzenkandidaten, einen unbestrittenen Leader hat, einen Primus Inter Pares, wenn man so will, in diesen Umfragen, liegt über der Freien Demokratie. Inter Pares ist gut, ja, Primus unter ja, Blinden, ja, muss man eigentlich sagen. Naja, ja, finde ich nicht, wenn bei 29% sind eher die anderen die Blinden. Sag ich ja, habe ich ja gemeint, meinte ich ja. Und daher ist muss die Freiheitliche Partei einmal sich selbst sagen, sind wir froh, dass wir den haben, weil der kann gut formulieren, der tritt gut auf, der spricht die richtigen Themen an und der ist der beste Spitzenkandidat von allen im Moment. Ich meine, der will eine Dimension noch herholen. Nicht nur, dass er da 12% von Babler liegt und 8% vom Nehammer. Es gibt nur eine bessere Zahl, weil ja diese Erbärmlichkeit sollte man sich auch mal anschauen. Der amtierende Vizekanzler liegt in der Kanzlerfrage an letzter Stelle abgeschlagen mit 6%. Stimmt, wir haben noch gar nicht hinter Bogo und hinter der Meindl-Reisinger. Und jetzt kommt's. Der Kickl hat fast das Fünffache vom amtierenden Vizekanzler in der Kanzlerfrage, 29-6. Ja, und vor allem der amtierende Vizekanzler hat nur normalerweise die Hälfte seiner Partei hinter. Normalerweise musst du ja sofort irgendwo zurück ins Bett legen und sagen, ich gehe nie wieder raus, wenn du heute Kogler bist. Der ist ja fertig geworden. Mit so jemandem in eine Wahl zu gehen, das ist ja das Endstimmungskommando der Grünen. Also unfassbar. Peter, ganz zum Schluss noch, deine Einschätzung, weil das ist ja das, was du heute sozusagen sehr gut alles analysiert hast. Wenn du vergleichst Kickl 29%, Nehammer 21%, Nehammer hat den Kanzlerbonus, der derzeit ja Kanzlermalus ist, muss man dazu sagen. Ja. Was schließt du daraus? Das ist eine ganz eindeutige Antwort. Eindeutiger geht es ja fast nicht mehr, weil ja, vielleicht gehen die anderen noch weiter runter, aber es gibt ja keine eindeutigere Antwort, dass sich die Menschen eine Wende wünschen und auch eine personelle und sagen, okay, wir wollen es mit dem Herbert Kickl einmal probieren, wie der Bruno Kreisky in seinen besten Jahren gesagt hat, ein Stück des Weges miteinander gehen. Und dieses Stück des Weges wird nach der nächsten Wahl einmal 5 Jahre sein. Und dann nach 5 Jahren, das ist ja das Schöne an der Demokratie, kann man dann sagen, war das gut? War es besser als das davor? Wobei jetzt auch dazu sagt, das ist gar nicht so schwer, besser zu machen als die jetzige Versagerregierung. Aber der Herbert Kickl schlägt immer mehr Pflöcke ein, was er machen möchte. Haushaltsabgabe sofort abschaffen, Asylstopp, Inflation runter, auch mit Preisdeckeln, also auch in den Wirtschaftsfragen. Das heißt, der Herbert Kickl ist immer den anderen einen Schritt voraus und das spiegelt sich in den Umfragen wieder jetzt mit 29%. Und man sollte einmal als politischer Mitbewerber, glaube ich, das zur Kenntnis nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass man nichts dagegen tun muss als politischer Mitbewerber, um Gottes Willen. Man muss sich immer verbessern. Aber man sollte Erfolg und auch der Erfolg bei den Menschen, bei den Bürgern, beim Souverän auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen das einfach wollen. Das aber einfach du so. Bist ja der Meinung, Peter, Nehammer hat keine Chance mehr. Nehammer hat für mich gänzlich keine Chance mehr. Das ist vorbei. Warum? Weil er, da bin ich wieder am Anfang, in den letzten Monaten alles versucht hat. Das muss man zugestehen. Er hat alle strategischen Winkelzüge, die es gibt, probiert. Und irgendwann muss man zum Schluss kommen, er ist am Ende. Es gibt jetzt keinen strategischen Winkelzug mehr. Er hat keinen Ausweg mehr. Strategische Ausweglosigkeit. Die Mitte ist jetzt der letzte. Naja, aber auch das läuft ja schon, die Kampagne, und sie funktioniert nicht. Auch die übrigens, die vergessen wir nicht, die Kampagne mit dem Wir glauben an Österreich. Ja, diese leicht klerikal angehauchte Kampagne. Die gibt es schon immer mehr. Das heißt, die ÖVP hat ein Jahr lang getestet, was sie machen muss, dass sie aus diesem Umfragetief rauskommt. Und das ist ja nicht gelungen. Es bleibt nur mehr eine Variante, sie müssen den Spitzenkandidat auswechseln. So, und dann Babler 17%, da bist du auch der Meinung, der hat keine Chance mehr. Naja, vor allem, wenn er so weitermacht. Ich meine, man hat ja geglaubt, auch der wird sich verändern. Der ist jetzt ein paar Monate im Amt, hat am Anfang einige Male daneben gehauen, so richtig, ja, also völlig daneben gelegen, mit Zahlen, die er nicht finanzieren kann, mit der 32-Stunden-Woche, mit den legalen Flüchtlingsrouten, mein Lieblingsthema. Der will ja den Flüchtlingen erklären, wie sie am besten nach Wien und zu ihm nach Dreiskirchen kommen. Also absurd. Das heißt, der liegt ja ständig bis jetzt zu den referstaatlichen Wahnsinnigkeiten, die er da abgibt. Wenn sich der nicht was anderes einfallen lässt, wenn sich der nicht anneuer findet, wenn der nicht eine neue Strategie entwickelt, und ich zweifle daran, weil, wie ich höre, bei ihm sehr früh das Stadium der Beratungsresistenz schon eingetreten ist, hört man. Also es ist schon sehr viel Elfenbeinturm. Es gibt kaum mehr Menschen, die ihm irgendwas beraten. Er geht seinen Weg. Dann wird das auch nicht besser. Zwei Schlussfragen, bevor der Josef den Schluss hat. Wer kommt statt Nehammer? Wer kommt statt Babler? Also wenn es vor der Wahl einen Wechsel gibt, gebe ich recht, ist der wahrscheinlichste Kandidat der Magnus Brunner. Und ich glaube, dass die ÖVP mit Magnus Brunner deutlich besser liegen würde, weil er einfach zumindest, er ist jetzt nicht der Übercharismatiker und auch nicht der, der die Menschen jetzt mitreißt, aber
Man traut ihm Kompetenz, Fachkompetenz zu. Und diese Zeiten wie diesen, gerade was die Wirtschaft anbelangt, wichtig. Daher würde er die ÖVP sicherlich Richtung 24-25% führen, was Nehammer sicher nicht schaffen wird. Und bei der SPÖ, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt geglaubt, eine Zeit lang ist ja kolportiert worden, der Niederösterreicher, der Hergowich, aber leider sagt ja in Wahrheit 100% das Gleiche wie der Babler, ist ja da gesessen, sagt auch, schließt alle Koalitionen aus, auch mit den Freiheitlichen, sagt den Babler, alles, was der sagt, bin ich seiner Meinung. Also wird nicht der Nachfolger werden, da muss wahrscheinlich auch ein neuer kommen. Da ist einmal gesessen, vor ein paar Wochen ist der Heinzelmeier ein SPÖ-Mitglied, ja. Kenner der Materie, und der hat gesagt, eigentlich kann sich eine SPÖ bei der Nationalratswahl nur dann erholen, wenn der Doskozil Spitzenkandidat wird. Und dieser Ansage ist gar nicht so wenig abzugewinnen. Ja, glaube auch. Der Josef wollte ja immer Doskozil wählen, das wissen wir, hat sich ja hier sehr stark für den breit gemacht. Unter anderem hat er gesagt, das ist der Einzige, der die Wahl gewinnen kann. Wenn ich dich noch einmal zusammenfassen darf, Schlussfrage an dich, Josef. Ist der Nehammer bereits ein lebender Toter? Ist da zu Ostern Allerheiligen? Ist das Begräbnis zu bestellen? Keine Auferstehung. Und sollten wir auch für Babler ein Begräbnis bestellen oder gilt für den der Ostersonntag, sprich die Auferstehung? Ja. Der Doskozil, das ist vorbei, das hat er selber erklärt. Doskozil ist vorbei. Das ist vorbei. Der Nehammer, ne? Das ist der Nehammer. Es gibt einen Ausweg. Es gibt für Nehammer echt einen Ausweg. Ja, und zwar den letzten Weg. Das bedeutet Rücktritt, Platz freimachen und in dem Fall den Brunner vorschlagen, weil das ist ja eh schon der Finanzminister. Also das ist einmal völlig klar. Ein Stück wäre des Weges, dein persönlicher Triumph, das wäre, hast du hier schon vorausgenommen. Ich bin ja nicht ein da Fan. Da muss ich vor dir niederknien, weil ich habe dich damals ja noch lächerlich gemacht. Ich bin ja nicht ein Fan von Brunner, aber ich versuche eine gewisse Realistik zu entwickeln. Okay. Ein Stück des Weges, Bruno Kreisky, das stimmt. Der Friedrich Peter von der FPÖ ist mit einem Stück des Weges, hat er ihn unterstützt und dann Die absolute Gruppe. Wer kommt in der SPÖ statt Babler oder kommt niemand statt Babler? Ich glaube, es ist beschlossen, dass er der Spitzenkandidat ist, er wird es auch machen. Er glaubt, und viele andere glauben es auch, dass da noch Luft nach oben ist. Viele andere glauben es auch, aber du nicht. Nein, ich bin nicht gläubig, was die Politik betrifft. Aber darf ich noch einen ganz kleinen letzten Gedanken, wenn du diese Reverstaatlichung so gemacht hast. Also bei der Daseinsvorsorge bin ich auch der Meinung, dass man über Reverstaatlichung nachdenken kann. Das ist die OMV, ja, die da extra zum Lasten der Wirtschaft und zum Lasten der Privaten bei den Energiepreisen ihre Gewinne gemacht haben. Und mittlerweile glaube ich auch, dass man was bei der AWAS überlegen muss, weil das ist eine Sauerei, wie mit der AWAS gerade umgegangen wird, seitens der Lufthansa-Eigentümer. Also du bist für Verstaatlichungen in diesen Kernbereichen. So, und jetzt sag uns noch als letztes Wort vor dem Ostersonntag, sag uns, was wird aus Karl Nehammer? Naja, der wird jetzt einmal Ostereier suchen und keine finden. Es wird ihm keiner verstecken. Schau, das ist, der wird niederösterreichischer, europäischer. Der Niederösterreicher denkt so, die haben da so Postenlagerhallen und da gibt es immer irgendwelche Posten, wo man irgendjemanden unterbringt. Und der Herr hält das nicht für. Der kennt zum Beispiel Parlamentspräsident werden. Ja, genau. Wenn alle schon die Nasen voll haben vom Sobotka, weil der hat sich ja selber selbstverschuldet abgenutzt. Ja. Und da kann er dann durchaus einer der drei Nationalratspräsidenten besetzen. Ein Satz zu Ostern noch sagen. Ja. Der Andreas Babler hat in der letzten Pressestunde den berühmten Satz gesagt, ich bin das Gegenteil des Messias. Und wer jetzt Ostern kommt, wünsche ich ihm nicht, dass er das ist. Weil was das Gegenteil vom Messias ist, wissen wir alle. Wollen wir jetzt nicht zu stark ins Päpstliche gehen. Das war's für heute. Das war das letzte Wahlbarometer vor Ostern. Es war auch das letzte Wahlbarometer, bevor die heiße Phase im EU-Wahlkampf beginnt. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da, dann auch mit einer ganz aktuellen EU-Umfrage, mit der Nach-Ostern-EU-Umfrage. So starten wir dann in den EU-Wahlkampf, wird spannend. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Es geht jetzt weiter. Es kommt der Mann, der heute schon ein paar Mal angesprochen wurde, frisch vom Römerplatz ins Ö24-TV-Studio, der mutige Karl Macher von der Wiener ÖVP. Wir sind gleich wieder da.